gedacht, ich mache ein Video. Und bevor es losgeht, habe ich ein kleines Problem. Ich mache schon seit etwa 3 Monaten YouTube. Und ich weiß nicht, ob meine Videos nicht so viel angeschaut wird. Und ich bekomme einfach nie keine Kommentare über, keine Likes und keine Abos. Ich weiß eben nicht, ob meine Videos zu langweilig sind. Wenn ihr Tipps für mich habt, was ich noch besser machen kann, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Weil sonst komme ich mir wirklich ein bisschen blöd vor, wenn ich. Ich komme mir vor, eigentlich, wie ich Videos mache nur für mich allein. Und das finde ich ein bisschen doof. Und eben, ja, ich würde mich freuen auf Kommentare, auf Likes und auf Abos. Ja, nur das wollte ich jetzt will sagen. Also schauen wir mal ein Video. Viel Spaß. Wissenswert. Beginnen wir direkt mit der Frage, wie Susanne Klatten und Stefan Quandt überhaupt genau zu Multimilliardären wurden, beziehungsweise wie ihre Eltern so reich wurden. Die beiden sind nämlich die jüngsten Kinder von Herbert Quandt, einem der wohl wichtigsten Industriellen der deutschen Autobranche. Zwischen den 1950ern und 1980ern sorgte Herbert Quandt dafür, dass die bayerischen Motorenwerke, also BMW, zu einem der größten Autobauer der Welt wurde. Durch sein Engagement, aber vor allem durch seine Beteiligung an BMW, häufte Herbert Quandt ein riesiges Vermögen an, das nach seinem Tod erst an seine Frau und schließlich an seine Kinder vererbt wurde, und zwar an Stefan und Susanne Quandt. Das bringt uns nun zum Leben der wohl reichsten Geschwister Deutschlands. Stefan Quandt und Susanne, die ihren Nachnamen inzwischen zu Klatten änderte, wuchsen bereits in einem sehr reichen Elternhaus auf und waren seit ihrer Kindheit an ein Leben im Luxus gewöhnt. Wer jetzt jedoch denkt, dass die beiden Geschwister sich auf dem Vermögen ihres Vaters ausgeruht hätten, liegt falsch. Susanne Klatten und ihr Bruder sind schon immer sehr aktiv gewesen. So schloss Susanne nach ihrem Abitur nicht nur eine Ausbildung zur Werbekauffrau ab, sondern absolvierte auch ein BWL-Studium, für das sie zeitweise ins Ausland zog. Danach arbeitete sie sogar kurze Zeit in einem BMW-Werk. Da sie bei der Arbeit jedoch ständig mit der berühmten Familie in Verbindung gebracht wurde, änderte sie ihren Namen schließlich zu Klatten. Mittlerweile ist sie mit einem Vermögen von geschätzten 26,5 Milliarden Euro sogar die reichste Frau Deutschlands. Ihr Bruder Stefan, der 4 Jahre jünger ist, studierte ebenfalls und war auch als Unternehmensberater in den USA tätig. Da die beiden Geschwister in ihrem Leben jedoch so gut wie keine Interviews geben, ist nur wenig über sie und ihre Jugend bekannt. Generell führen sie ein Leben unter dem Radar, was die Geschwister, wie wir euch später zeigen werden, auch nicht ohne Grund tun. Kommen wir nun zum heutigen Leben von Susanne Klatten und Stefan Quandt. Als ihr Vater nämlich damals verstarb, änderte sich das Leben der Quandts komplett. Mit Anfang 20 verfügten sie plötzlich über ein Milliardenvermögen und wussten, dass sie zu zentralen Figuren bei BMW und der deutschen Wirtschaft werden würden. Seit 1997 sitzen die beiden nämlich im Aufsichtsrat von BMW und ihnen beiden gehören insgesamt 46,7% der gesamten Firmenanteile. Nur zum Vergleich, Jeff Bezos gehört Amazon nur zu etwa 11%, auch Elon Musk gehören an Tesla nur 20%. Mit knapp 50% halten die Geschwister also nicht gerade wenig Anteile. Susanne Klatten hat dazu auch noch eine Beteiligungsfirma, mit der sie Milliarden in andere Bereiche investiert. Sie ist somit unter anderem an einem Windkraftanlagen
Markenhersteller, einem Erdölunternehmen und einem Chemiekonzern beteiligt und verdient dadurch jährlich mehrere hundert Millionen Euro. Ihrem Bruder Stefan gehört außerdem eine ähnliche Holdinggesellschaft. Obwohl die Quants damit zweifelsohne zu den einflussreichsten Unternehmern Deutschlands gehören, sind der Öffentlichkeit nur sehr wenige Details über ihr Privatleben bekannt. Man weiß lediglich, dass Susanne Klatten Medienberichten zufolge bis 2018 mit dem Ingenieur Jan Klatten verheiratet war, mit ihm drei Kinder hat und heute in Bad Homburg bei Frankfurt am Main wohnt. Ihr Bruder Stefan lebt sogar noch geheimnisvoller und man vermutet, dass auch er in Bad Homburg wohnt. Allerdings ist er recht öffentlichkeitsscheu, so dass man nicht weiß, ob er dort alleine oder mit einer Frau und eventuell sogar Kindern lebt. Nachdem wir nun genauer geschaut haben, wie die Familie Quandt ihr gigantisches Vermögen angehäuft hat, kommen wir nun zu der Frage, wie es ist, mit so viel Geld und so übermäßigem Reichtum zu leben. Genau diese Frage beantworteten die Geschwister erst vor kurzem sehr überraschend. Stefan Quandt fragte nämlich in einem seltenen Interview mit dem Manager-Magazin, wer denn gerne mit ihnen tauschen wollen würde. Die beiden Geschwister haben zwar unglaublich viel Geld, aber wie sie sagen, dadurch auch viele Probleme. Susanne Klatten erklärte, dass man als Milliardär ständig in der Angst lebt, Opfer von böswilligen Attacken zu werden. Da man so viel Geld besitzt und jeder weiß, wie man heißt, ist man ständig in der Sorge, erpresst oder sogar entführt zu werden. Ebenfalls macht es den Anschein, dass ihr Bruder Stefan Quandt außerdem manchmal mit seiner Lebenssituation unzufrieden wäre. In demselben Interview erklärte er nämlich, dass er viel lieber Architekt geworden wäre, er aber aufgrund der familiären Geschichte und dem frühen Tod seines Vaters schon als junger Mann viel Verantwortung bei BMW übernehmen musste. Alle diese Punkte brachten sie schließlich dazu, die Frage zu stellen, wer denn gerne mit so einer Situation tauschen würde. Auch wenn diese außergewöhnliche Frage in den Medien für einen Aufruhr sorgte und nur wenige Mitleid mit der Situation der Geschwister hatten, so sind einige ihrer Sorgen nicht ganz unbegründet. So leidet Susanne Klatten zum Beispiel bis heute unter den Folgen eines Betrugs, auf den sie 2007 hereingefallen war. In diesem Jahr hatte sie nämlich eine heimliche Affäre mit einem Mann namens Helg Skarbi. Skarbi gab sich vor Klatten als liebenswürdiger Mann aus, der zu dieser Zeit mit einigen Geldproblemen zu kämpfen hatte. Klatten gab ihm daher 7 Millionen Euro und hoffte, ihrem Liebhaber damit einen Gefallen zu tun. Allerdings stellte sich heraus, dass Skarbi auf diese Art und Weise von vielen reichen Frauen Geld stahl. Er war ein richtiger Betrüger, der Susanne Klatten schließlich sogar mit einem intimen Video erpresste. Zwar konnte die Milliardärin zusammen mit der Polizei dafür sorgen, dass Skarbi 6 Jahre ins Gefängnis musste, allerdings wurde der gesamte Prozess in der Öffentlichkeit ausgetragen und man merkte schon damals, dass sich Susanne Klatten lieber aus dem Rampenlicht fernhält, vor allem bei einem solchen privaten Thema. Aus diesem Grund gibt es bis heute nur wenige Interviews der beiden Geschwister und auch öffentliche Auftritte meiden sie generell. Nun bleibt immer noch eine Frage offen, und zwar, für was zwei der reichsten Deutschen aller Zeiten denn ihre Milliarden überhaupt ausgeben. Tatsächlich nutzen die Milliardäre einen nicht unerheblichen Teil ihres Geldes dafür, andere Menschen zu unterstützen. Susanne Klatten hat zum Beispiel eine GmbH gegründet, deren Zweck nur darin besteht, junge Unternehmer und innovative Entwickler zu unterstützen, die eventuell selber nicht das Geld dafür haben, eigene Ideen umzusetzen. Neben der wirtschaftlichen Förderung möchte Susanne Klatten ihr Geld aber auch dafür nutzen, gemeinnützige Projekte zu unterstützen, weswegen sie 2016 die Scala-Initiative ins Leben rief. Seitdem fördert sie jedes Jahr mit bis zu 100 Millionen Euro gemeinnützige Projekte, die sich vor allem im sozialen Bereich abspielen. Aufgrund ihres Engagements wurde Klatten deshalb auch schon mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Neben der Förderung von unternehmerischen Projekten und gesellschaftlichen Engagement ist die Familie Quandt aber auch dafür bekannt, zu den großzügigsten Parteispendern Deutschlands zu gehören. Seit 2002 stellt die Familie knapp 2 Millionen Euro für die FDP und die CDU zur Verfügung, damit sie erfolgreich Wahlkampf machen können. Und das war's nun auch schon mit unserem Video. Wir wollen nun die Frage der Quandts mal an euch weiterleiten. Würdet ihr gerne mit ihnen tauschen oder hättet ihr Angst vor den Schattenseiten eines...
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich auf ein Like und ein Abo und wenn ihr Fragen habt und Tipps und Ideen habt für mich, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben. Ja, ich würde mich freuen. Also einen schönen Sommer.